Ja, grüß euch, Seven Heaven hier und zwar, wie man jetzt so schön sehen kann, ist das meine Helmkamera. Und zwar, diese Helmkamera ist eine Sony HDR AS200V. Und zwar, warum verwende ich keine GoPro? Dazu komme ich eigentlich später und ich werde euch auch nachher dann erklären oder erzählen, warum ich diese extra für meinen Helm verwende. Grundsätzlich sei einmal vorab gesagt, mit dieser Kamera ist es möglich, eine Voll-HD-Auflösung zu machen in 60 Bilder pro Sekunde und für mich ist sie jetzt rein vom ganzen Aufbau und von der Größe und vor allem an der Form, was ihr hier seht, und ich werde nachher noch auf meinen Helm eingehen, warum ich sie in dieser länglichen Form habe. Absolut unschlagbar. Preis-Leistung ist für mich auch wirklich unschlagbar. Also, wenn ich wirklich alles zusammenrechne, was ich so ausgegeben habe für die Kamera, dann wird sie wirklich erstaunt sein, wie wenig das kostet. Aber ich möchte eigentlich nur kurz auf diese Kamera eingehen. Und zwar, wie ihr hinten seht, An- und Ausschalter, hier ein Hold-Schalter. Das Ganze ist auch, wie man da sieht, also Akku raus, rein, SD-Karte in der gewünschten 80 Megabyte pro, 80, ja, 80 Megabyte pro Sekunde Schreibgeschwindigkeit ist hierfür absolut notwendig. Die Kamera hat Wi-Fi und GPS, was ich persönlich sehr cool finde, das GPS, weil man einfach seine Daten, seine Geschwindigkeiten und so weiter vergleichen kann. Auch wo man gefahren ist, diese ganzen Sachen, also es sind dann wirkliche GPS-Dateien auf der Kamera oder eigentlich auf der Speicherkarte oben und diese kann man sich dann selbst auswerten, sofern man das möchte. Grundsätzlich zur Kamera ganz simpel gesprochen, also bitte nehmt uns nicht übel, wenn ich euch jetzt nicht technische Daten nenne oder sonstiges, weil es gibt von der Kamera erstens Beschreibungen, technische Beschreibungen, was sie alles kann und zweitens, es gibt wirklich von professionellen Leuten, die Kameras vergleichen, also das heißt eine Sony, also die Sony-Kamera und eine GoPro. Welche besser ist, wo sie besser ist, wo sie schlechter ist. Und dort könnt ihr euch einfach ein bisschen was einlesen, wie ihr es euch wünscht. Ich möchte heute rein auf mein Equipment eingehen und so ganz kleine Vor- und Nachteile. Unter anderem ist es so, also man sieht hier unten dieses schwarze Ding, was da unten ist. Also das kann man hier einfach hinunterschrauben. Und da hat es Sony einfach so gemacht, was ich persönlich ein bisschen umständlich öfters finde, dass man jetzt zwar da dran, also man sieht das so eine kleine Schraube, da kriegt man nichts wirklich rein, weil das ist kein Standardgewinde und das ist halt notwendig, um es an alle möglichen Geräte zu bringen. Also zum Beispiel an einen Selfie-Stick oder Teleskopstab, wie auch immer ihr sagen wollt. Aber dann da unten als ein Viertel Zoll Standardgewinde, wo man es dann wirklich überall draufstecken kann. Also es ist sehr universell, das ist recht cool gemacht. Trotzdem mit einem wasserdichten Gehäuse ist das dann alles automatisch. Also das heißt, man nimmt das Ganze wieder runter. Wenn man das unten hat, kann man es dann ins wasserdichte Gehäuse stecken. Und das wasserdichte Gehäuse ist bis 10 Meter wasserdicht. Und that's it. So, kommen wir ganz kurz dazu. Ich werde es einmal aufdrehen und das ist auch eine Eigenschaft, die nicht sehr cool ist. Da hat sich Sony echt keinen Gefallen getan und zwar, ihr werdet es jetzt gleich sehen. Ich hoffe, ihr seht das auch. Also, ich zeige es euch jetzt einfach anhand eines Beispiels. Setup, ich gehe ins Setup-Menü hinein. Ihr seht jetzt einen V-Mode zum Beispiel. Ich werde jetzt den V-Mode von 50 Megabyte, ja, also. Das ist die Schreibgeschwindigkeit von 60 Pixel 1080p. Werde ich jetzt umstellen einfach auf 30p, das heißt 30 Bilder pro Sekunde. Und wenn ich das Ganze jetzt bestätige, dann bin ich wieder im Menü Movie. Also ich bin in gar keinem Menü, sondern ich bin in Movie drin.
Was bedeutet, um wieder ins Menü zu kommen, muss ich wieder auf Next klicken, ins Setup gehen, wieder ins Setup hinein und dann mir die nächste Einstellung suchen, die wieder bestätigen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist nicht individuell, dass ich ein Setting setzen kann, dann gehe ich einfach auf Back oder wie auch immer, sondern sobald ich dieses Setting setze, passiert Folgendes: Ich wandere einfach wieder in meine letzte Funktion. Das kann sein, eben Bilder machen, das kann sein, Massenfotos, das kann sein, Movie, wie in meinem Fall, also Filmen. Und das ist relativ mühsam. Kommen wir jetzt zu einem Tool, das ihr hier seht. Und zwar ist das das Display. Also, wenn ich jetzt meine Kamera aufdrehe, was ich jetzt gerade tue, und das aufdrehe. Ja, wenn man ihn Einschaltkopf findet, dann seht ihr, das Ganze verbindet sich bei Wi-Fi ad hoc. Und 3, 2, 1, ta-ta-ta-ta. Was sieht man? Man sieht die Kamera. Ja. Und das ist jetzt recht interessant. Weil das zum Beispiel, und das hat mir persönlich sehr gut gefallen, und da möchte ich einfach schon sagen, dass das eine richtig a coole Sache ist, weil man halt mit dieser Fernbedienung wirklich alle Modis auf einen Klick machen kann oder nicht. Sobald man auf Record drückt, wird das Ganze rot. Ich kann jetzt gerade nicht Record drücken, weil ihr seht es da unten, das Blinken vielleicht. Ich habe meine SD-Karte gerade nicht drin, weil ich auch gerade mit einer anderen Kamera filme. Aber diese Fernbedienung, die zeichnet sich halt schon wirklich aus. Also hier kann man einfach die Modis extrem leicht einstellen, das, was man halt haben möchte. Und wenn man jetzt zum Beispiel, kann man hier auch in die Settings hineingehen. Das heißt, man kann hier alles einfach easy cheesy einstellen. Und diese Fernbedienung, das taugt mir schon recht cool. Natürlich hat die Kamera auch die Möglichkeit, eben bei Wi-Fi das Ganze zu verbinden mit dem Handy, also sei es jetzt Android oder iPhone, und somit könnt ihr auch die Einstellungen einstellen, beziehungsweise sogar das Bild sehen, also das so, wie man es eigentlich von der GoPro gewohnt ist. Und dieses kleine nützliche Fernbedienungstool zusammen mit der Kamera hat mich eben den Preis gekostet. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht auf die gesamten Einstellungen eingehen und so weiter. Ihr könnt mich gerne fragen, wenn ihr explizit ein Video darüber wünscht, dann werde ich das gerne tun. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir weiter zur Helmhalterung. Zu meiner Kamerahalterung. Also, ich bin ja kein Fan der GoPro auf Helmen, weil entweder sie steht da oben weg und ich schaue aus wie ein Teletubby oder ich habe es hier auf der Seite irgendwo ziemlich weit vorne liegen und ich habe Angst, dass der Gegenverkehr meine Kamera erwischt oder es hängt da vorne einfach plump weg und das gefällt mir einfach nicht. Und deshalb habe ich mich auch preis-leistungstechnisch für meine Sony HDR AS200V entschieden, die der GoPro 4 Silver bis zu Black, also es liegt so zwischendrin, sicherlich um nichts nachgeht. GoPro 4 bietet oder GoPro allgemein bietet auf jeden Fall mehr Utensilien, das ist gar kein Thema. GoPro 4 hat sicherlich seine Vorteile, nur trotzdem muss ich sagen, dass meine Videoqualität absolut nicht schlecht ist. In manchen Fällen sogar besser als bei der GoPro und in manchen halt nicht so gut wie bei der GoPro. Trotzdem habe ich mich dazu entschieden, eine Sony zu nehmen, und zwar deshalb, weil einfach dieser Mechanismus, den es hier von Sony gibt, um ein bisschen Geld, einfach sensationell ist. Ja, also Punkt 1, die Halterung selbst hat einen Sicherungsband mit dabei, das ja GoPro nicht einfach so bietet. Das heißt, hier muss man einfach ein bisschen basteln, was ja nicht jetzt das große Problem ist. Aber die Halterung von Sony hat mich sehr inspiriert, weil sie einfach in allen möglichen Richtungen zu drehen ist. Man kann sie festschrauben. Sie ist absolut stabil. Sie steht überhaupt nicht weit weg von Helm.
selbst, auch mit der wasserdichten Funktion. Und vor allem, was ist, sie steht halt gerade auf. Ja? Also nicht wie bei der GoPro, wo man ja den Schirm faktisch da quer hat, sondern hier hat man es länglich einfach und das passt sehr gut zum Helm. Und man sieht, also es ist nicht einmal ein halber Finger. Ja? Und mein halber Finger ist da, was von Helm absteht, inklusive wasserdichten Gehäuse und Verschluss. Und das ist schon sehr gut. Und im Sommer, wenn ich Ausfahrten mache oder für euch Moto4Logs, dann verwende ich oft die Kamera auch ohne den Gehäuse. Und dann reden wir wirklich, also die liegt dann sofort an. Und ich werde auch noch ein Foto hier posten, wie das dann ausschaut mit der Sony ohne Gehäuse da drauf. Ich muss sagen, diese Konstruktion gefällt mir irrsinnig gut. Es stört mich überhaupt nicht beim Fahren. Also auch die Fahrtwinde, ich spüre sie nicht. Für mich ist das wirklich ein tolles Konzept. Und vor allem, man erspart sich diese ganze Kabelei mit der GoPro. Und auch der Akku von der Sony hält wirklich gut. Also ich komme hier locker über 2 Stunden Fahrzeit bei 60 Bilder und voller HD-Auflösung. Und das taugt mir schon richtig, richtig geil. Das System habe ich jetzt seit ja, fast einem Jahr oben. Seit knapp 8 Monaten, wie ihr wisst, mache ich Moto4Logs. Das heißt, das System hat sich bewährt, kann ich absolut nur dazu raten, wenn man einfach nicht unbedingt 500, 600, 700 € für eine GoPro ausgeben möchte. Was ich jetzt genau für die Sony gezahlt habe, weiß ich gar nicht, aber ich glaube, ich liege mit allem drum und dran, also wirklich mit allem drum und dran, inklusive 30 Meter Tauchgehäuse und und. Ich glaube nicht einmal bei 400 und also weit drunter sogar, glaube ich, 350. Und das ist schon ein Preis, das ist eine Ansage, ja, dass man einfach einmal beginnt, solche Motor-V-Logs zu machen. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Liebe, euer Seven Heaven.